Guten Tag Leute und ein herzliches Moin Moin zu meinem Video von eurem Kevin LP. Und heute geht es um dieses Medion Laptop. Das ist ein E6243, glaube ich. Gucken wir uns gleich genau an, die Bezeichnung. Wenn nicht, steht ja in den Videobeschreibungen auch mit drin. Und wir gucken uns als erstes mal die Anschlüsse an. Das Notebook ist auch schon an, von daher können wir gleich direkt durchstarten, um die Systeminformationen anzugucken. Hier ist ein Ladeeingang, Gigabit LAN, ein VGA natürlich, ein HDMI, Lüftungsschlitze für den Prozessor und Grafikeinheit, USB 3.0, wie ihr an den typisch blauen USB-Buchsen erkennen könnt. Hier sind einmal Kopfhörer, einmal Mikrofoneingang, zweimal USB 2.0, das ist mein Funkempfänger von meiner Maus. Ein Laufwerk natürlich, ein ganz normales. Funktioniert gerade nicht. Hier Klinke, dieses Dingsbums-Ausgang. Ich muss euch mal kurz was unten beim Laptop abdecken. Das Laptop ist natürlich, wie ihr erkennen könnt, ein Medion. Hier neben seht ihr die Bezeichnung. Hier drunter werkeln 2x4 GB Arbeitsspeicher, ein Windows 10 Home Premium, 64-Bit natürlich, mit allem Zuzüglichen, was ihr brauchen könnt. Das ist ein Arbeitslaptop, tendiere mehr, dauert einen Augenblick, bis ihr ein Bild bekommt. Ich muss erstmal mein Passwort kurz eingeben, das sollt ihr natürlich nicht sehen. So, sind eingeloggt im Laptop und wir gucken uns als allererstes natürlich ein paar Kleinigkeiten. Wie ihr schon in dem Layout das Windows erkennen könnt, ist hier ein Windows 10 1903 installiert. Der Pentium taktet mit einer Standardfrequenz von 3,4 GHz. Er hat keinen Turbo-Takt und keinen Hyper-Threading, also nur zwei Kerne je zwei Threads. Also ein Dual-Core aus der Ivy Bridge-Generation mit einer TDP von 35 Watt natürlich. Ja, der Prozessor befindet sich momentan im Energiesparmodus, also spart gerade Energie. Ihr habt einen Sockel namens Sockel 988BRPGA. Also ihr habt einen Sockel, wo am Prozessor die Pins sind, nicht im Mainboard die Pins sind. Also dieses typische, wie bei AMD, dass auf dem Prozessor die Pins sind. Der Prozessor könnt ihr schneller schrotten. Ihr habt Cache natürlich. Ein Mainboard mit dem Bezeichnung vom Medion E6234, ein Ivy Bridge Chipsatz natürlich und die South Bridge ist eine HM70. Das BIOS ist natürlich vom 7.05.2013, das ist jetzt aber nicht updatebar. Ihr habt hier 8 GB Arbeitsspeicher, das ist natürlich nicht standardgemäß installiert. 4 sind hier Standard drinnen. Euch stehen jeweils ein, das hier, das Modul von SK Hynix mit einer Zertifizierung von 1600 MHz mit 1,5 Volt Spannung laufen die beiden Riegel. Können wir mal das andere angucken? Nee, das andere läuft mit einer niedrigeren Spannung. Ist aber trotzdem kompatibel, also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Eine Grafikeinheit gibt es natürlich auch, die ist im Prozessor integriert. Ja, viel gibt es hier nicht zu sagen, nur dass wir uns mal die Temperaturen des 2020Ms angucken können. Ihr habt eine Temperatur von 50 Grad im Idle. Das liegt daran, dass der Lüfter abgeschaltet ist gerade und der passiv kühlt. Wenn ihr ihn natürlich ein bisschen auslastet, wird er natürlich wärmer und dann geht auch der Lüfter an. Gucken wir mal, was da hier nochmal. Ach, System Memory ist gerade zu 27% ausgelastet. Gucken wir uns mal die Systemsteuerung von Dings an. Ihr habt hier WLAN nach dem N-Standard. Hier steht oben die WLAN-Karte, wenn ihr genau wissen wollt, was das für eine ist. Die ist mit der 7490 auch gerade verbunden. Und ihr habt hier 2,2 GB Arbeitsspeicher verwendet. Das sind rund 28% des Arbeitsspeichers. Als Datenträger kommt hier eine Samsung mit einem Terabyte zum Einsatz, auch standardgemäß installiert. Hier kommt aber bei Gelegenheit eine SSD rein. Wer eine SSD schon mal genutzt hat, weiß, dass sie ungemein Beschleunigung geben können. Also auch sowas hier.
Meine Rechner hätte jetzt schon längst Chrome geöffnet und ihr seht, wie lange das hier braucht. Das liegt einfach an der HDD noch. Die ist halt langsamer wie die SSD und es lohnt sich mal immer eine SSD einzubauen. So, was ich auch noch dazu sagen kann, ich habe gestern mal ein bisschen Rocket Launcher hier drauf gezockt, aber auch hier Euro Truck Simulator. Ja, da wird der Prozessor gerade 60 Grad warm und man hört dieses Laptop zu null. Man hört es leicht, aber kaum. Es stört also nicht, es ist kein störendes Geräusch, es ist mehr so ein ruhiges Luft rauskommen, wenn ihr genau davor sitzt. Aber wenn ihr jetzt hier Musik noch nebenbei anhabt, wo wir auch nochmal zu den beiden Lautsprechern kommen, die sind hier oben verbaut. Das ist der erste, das ist der zweite. Die haben einen relativ guten Klang. Ja, ich kann euch leider keine Demo gerade geben von den Lautsprechern. Das tut mir sehr, sehr leid. Ja, ihr habt ja auch gesehen, wie schnell und wie lange es dauert. Das ist halt eben ein Laptop mit einer 2,5 Zoll Festplatte. Und ihr wisst, Festplatten sind nicht so schnell. Ja, hier kommt eine 250 Gig SSD hinein. Ihr habt hier nur einen Schlitten zum Reinpacken und ja, komischerweise funktioniert die LED für das WLAN nicht. Okay, ist jetzt nicht schlimm. Ja, ihr habt hier von Dings eine Partition, wo ihr Treiber habt. Driver, hier alle Chipsets laden für Windows 8.1. Könnt ihr es ja mal angucken. Und ihr habt hier einen Treiber für LAN. Hier, Windows 8 und Windows 8.1. Mit der 32- und 64-Bit-Variante. Und das ist jetzt hier einmal der LAN-Treiber gewesen zum Beispiel. Aber ihr wisst ja, bei Windows 10 lädt automatisch euren Treiber alles eigentlich runter. Hat alles perfekt geklappt. Ja. Hier kann man nochmal, wollte ich mal gucken, ob man Display splitten kann, dass man das Notebook als Bildschirm bei meinen Eltern nutzen kann, aber es klappt leider nicht. Hier kommt als in Realtek als Chipsatz für den Sound zum Einsatz. Ja, viel gibt's hier nicht mehr zu sagen. Nur, dass das Notebook eigentlich als Surf-Notebook und auch mal nebenbei zum Filme gucken, zum paar Videos über YouTube gucken oder sich auch mal so ein paar Arbeiten machen, kann ich euch ja auch mal zeigen. In Demonstration habe ich LibreOffice natürlich installiert. Muss natürlich zu jedem YouTube-PC dazu. Microsoft Office kostet Geld und das finde ich auch nicht gerade so gut. Ich mag das Programm nicht so gerne. Ja, ich habe auf einem Fujitsu das Laptop-Programm installiert gehabt, PowerPoint und Word, aber die haben mir die Lizenz einfach entzogen und da soll ich jetzt lizenzfrei surfen, das mache ich nicht mit. Selbst da ist jetzt LibreOffice drauf. Das ist nicht so allzu schnell, aber erwartet halt von einer HDD nicht so viel. Aber hier so ein bisschen tippen, seht ihr, klappt ja auch. Das ist jetzt mal hier so ein De Test. Ihr seht, das ist auch ganz gut. Die Tastatur hört man so ein bisschen, aber es ist ganz gut von der Optik. Die Tastatur ist relativ gut. Gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Die kenne ich. Ich habe so eine HP-Tastatur, die benutzt dieselben Tasten. Nur als Tastatur natürlich. Ist ein gutes Tippgefühl natürlich für die Leute, die das hier zum Tippen nehmen wollen. Man kann das natürlich jetzt nicht mehr bei da, wo es gekauft wurde, kaufen. Ich habe es geschenkt bekommen. Das heißt, es ist kostenlos gewesen und der Arbeitsspeicher hat mich, glaube ich, so 10 € gekostet. Und ja, der Rest, die HDD will ich auch gegen SSD austauschen. Die HDD brauche ich für meinen Server. Ja, der benötigt auch noch eine 1 TB. Der hat nur 250. Den möchte ich auf 1,25 TB aufrüsten. Also auf 1,2 TB gerne aufrüsten. Und ja. Das ist so mein Laptop gewesen. Naja, wir gucken uns mal ganz kurz die Festplatte natürlich an. Die darf ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Und hier kommt zum Einsatz eine Samsung SpinPoint. Oder wie die Firma heißt, weiß ich gar nicht. Ja, die hat gerade mal 48 Tage Betriebsdauer runter und ist gerade 633 Mal neu gestartet worden.
Liegt daran, ich habe das Notebook immer nur ganz, ganz kurz mal an. Ist Serial ATA 3 Gigabit angebunden und ja, ist im Zustand gut. Also hat noch nichts. Ihre Smart-Werte sehen ja auch alle ganz, Parameter sehen ja auch noch alle ganz gut aus. Von daher keine Probleme. So, dann fahre ich das Notebook mal runter und verabschiede mich dann schon mal wieder von euch. Das war's jetzt zu dem Medion E6234. Ja, es ist ein ganz solides Notebook für. Könnt ihr ja nur noch gebraucht kaufen. Wer aber jetzt hier denkt, mit zu zocken oder hier ein kleines Gaming-Notebook draus zu machen, da muss ich euch leider enttäuschen, das geht nicht. Ihr könntet hier einen 20, einen i5 2410 reinmachen, das hatte ich probiert. Der ist aber nach einer halben Stunde einfach ausgegangen, die ganze Zeit. Also, wenn er das macht, geht er nach einer halben Stunde aus. Was ja auch doch ein bisschen nervtötend sein kann, aber muss nicht sein. Das ist dann euch überlassen, ob ihr euch das auf euch nehmen wollt. Ja. Boah, ich bin nicht müde. Ja. Ja, und so weitere Sachen halt eben. Der Prozessor wird gut genug gekühlt, aber ja, das nur nebenbei. An der Stelle verabschiede ich mich natürlich wieder von euch. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Vergesst das Abonnieren bitte nicht. Und einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch dann noch einen angenehmen Tag. Bitte vergesst das Abonnieren natürlich nicht, das Liken nicht und einen Kommentar. Für Kritik bin ich auch gerne offen. Schreibt mir diese bitte in die Kommentare, wenn euch was nicht gefällt. Dann auf Wiedersehen, einen schönen Tag. Ciao, ciao.